Hallo und herzlich willkommen zurück bei Oblivion. Ja, wir befinden uns hier gerade am Strand Hafen von Anvil. Einer kleinen Hafenstadt. Hallöchen, Inirod. Ja, auf jeden Fall befinden wir uns hier und wir sind beim letzten Mal ja hier in Anvil angekommen. Waren zuvor ja noch in Quatsch. Haben Martin dort erstmal stehen lassen und kümmern uns jetzt erstmal um andere Dinge. Ja, und Kyle ist natürlich auch immer noch dabei. Kriegt inzwischen fast eine komplette Zwergenausstattung. Wir haben ihn schon richtig gut ausstaffiert, den Guten. Und wir waren beim letzten Mal mit folgender Quest beschäftigt. Mit der Täuschung der Sirenen. Wir haben ja im letzten Mal ja auch schon eine Quest für die Kämpfergilde erledigt. Da haben wir einer guten Dame geholfen, ihre Ratten zu retten. Ja, genau. Hört richtig, Ratten. Ja, und jetzt sollen wir hier einer Diebesbande von Frauen das Handwerk legen. Und damit sollen wir sollen jetzt erstmal in die schwimmenden Schüssel, weil dort sollen diese Frauen nämlich ihre Opfer suchen. Und es sind immer Männer. Ihr seht aus, als wärt ihr geschickt im Führen der Klinge. Ja, auf jeden Fall geht gerade das Telefon hier bei mir. Geh da jetzt mal nicht dran. Ich sehe euch hier das erste Mal. Oh, und ihr seid auch allein. Wie traurig. Nun, wenn ihr wollt, können wir dieses kleine Problem lösen. Ihr müsst wissen, Faustina und ich, wir sind auch allein und wir suchen Gesellschaft. Ihr scheint da genau der Richtige zu sein. Ah. Ich sage euch etwas. Wir haben eine gemütliche Bauernkarte nicht weit von hier. Dort könnten wir uns... Nun... besser kennenlernen. Ich markiere es auf eurer Karte, damit ihr nicht vergesst, wo ihr uns finden könnt. Treffen wir uns dort um 11 Uhr. Ich verspreche euch eine Nacht, an die ihr euch noch lange erinnert. Oh, okay. Nächte voll Spaß. Muss ich es wirklich sagen? Ihr seid ein Mann und ich bin eine Frau. Mit einem gewissen Verlangen. Den Rest könnt ihr euch denken. Okay, also das sind sie wohl, die guten Damen. Faustina Katir und Signy Homewreaker. Interessant. Ja, dann wollen wir mal dem Ganzen auf den Grund gehen und wir sind ja nicht so, dass wir uns hier in die Falle locken lassen. Wir locken sie einfach in die Falle und da gehen wir einfach mal hin. Schon frech. Schon frech, die guten Frauen. Oh, was haben wir denn hier? Ach, hier, Nierenwurz. Ich bin auf eine sonderbare Wurzel namens Nierenwurz gestoßen. Etwas so Ungewöhnliches muss wertvoll sein. Vielleicht sollte ich sie zu einem Alchemisten bringen und etwas mehr darüber erfahren. Ich denke, es gibt einen in fast jeder Stadt in Cyrodiil. Ja, werden wir auch noch nachgehen, der Quest. Ich glaube, da muss man ganz viele davon sammeln, ne? Bei Skyrim gab es dann ja später so eine rote Nierenwurz. Oh, guck mal, fliegende Pflanzen hier. Schön. Gab es auch schon 2006, nicht nur heute in Bethesda Game. Voilà. Ach, guck mal. Fürstinnenstein. Es scheinen keine Sterne auf den Schicksalsstein. Oh. Müsst mal warten, bis es nachts ist. Schade, dass die hier nicht auf der Karte markiert werden. Aber das können wir uns noch gut merken. Übrigens, es ist jetzt ein Tag nach der letzten Aufnahme und ja, mein Husten ist leider immer noch nicht weg, deswegen wieder die Warnung, es kann wieder sein, oder die, was heißt die Warnung, die Anmerkung, es kann sein, dass ich eventuell die Aufnahme zwischendurch unterbrechen muss, weil ich einfach zu viel rumhuste, dann Sei mir da bitte verziehen. Der Stein rührt sich unter eurer Hand. Sucht ihr eine heraufbeschworene Waffe oder Rüstung? Was haben wir denn diesmal? Oh, ein Bogen. Kyle, was hast du? Warum ziehst du deine Waffe? Ja. So. Okay. Musste ganz kurz mal auf ein Handy gucken. Ja, es kam gerade ein Anruf. Deswegen habe ich mal einmal drauf geguckt, aber um mal eben kurz Bescheid gegeben, dass ich gerade nicht kann. Das muss man dann auch verstehen.
Okay, wir haben neben fliegenden Steinen auch noch, fliegenden Pflanzen auch noch fliegende Steine, oder wie? Oder sieht das nur so aus von Weitem? Das sieht von Weitem, glaube ich, nur so aus. Ich glaube, das hier fliegt nichts. Ach so. Guiden. Guiden außerhalb von Anvil? Warte mal, ich guck mal einmal auf die Karte, wo wir jetzt hin müssen. Ach du Scheiße. So weit! Holla. Ja gut, dann reisen wir wohl mal nach Guiden. Oder Guiden, Guiden, Guiden. Irgendwie so. So übrigens, wir werden die Waffe sowieso nicht benutzen, weil es ist ein Bogen und ich kämpfe nicht so gerne mit Bogen. Wenn man die zurücksteckt, dann verschwindet sie wieder. Was haben wir eigentlich für eine Rüstung gekriegt? Ach, ein Helm. Guck mal hier, geil. Der sieht schon nice aus. Der sieht schon schön aus. Da vorne haben wir wieder eine Festung. Die wir natürlich jetzt gerade nicht erkunden werden. Die werden wir dann nach der Quest erkunden, würde ich sagen. Ja, es ist die allererste Festung, die wir nicht auf Anhieb... Oh, guck mal da, es sind auch Banditen. Ah, der Helm ist wieder weg. Können wir uns hier vorbeischleichen? Hm. Ah, so. Wir schleichen uns mal hier an diesen... an dieser Festung vorbei und gehen... Oh, das, guck mal, wie geil die Berge hier einfach sind. Und das Wasser, das spiegelt so schön. Oh, gerade läuft es auch nicht so flüssig in der Aufnahme. Ah, ein Timberwolf. Die gibt's hier also auch. Und ich höre noch was. Kann aber nicht sehen. Wenn ich zwischendurch mal die Kamera hin und her schwenke, dann ist das eigentlich immer ein Test, ob das in der Aufnahme dann auch flüssig wiedergegeben wird. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das nicht immer der Fall ist. Ah, da vorne ist noch eine Höhle. Sag mal. Was ist denn mit der Kampfmusik? Warum ist die denn hier? Ich sehe nichts. Ja. Gehen wir. Gehen wir einfach mal weiter unseres Weges. Komm, Schwert zurückstecken. Hier noch ein paar Flachsamen mitnehmen und ein paar Flachsamen. Ja, kommt der jetzt, der Gegner? Wo ist er denn? Der Schmetterling bestimmt, der ist das hier. Hm. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ah, wir sind in Guiden angekommen. Guiden Bauernhof. So, um 11 Uhr sollen wir hier warten. Ich bin in Guiden angekommen. Ich sollte das zentrale Bauernhaus betreten. Ja, aber wo sind denn hier Feinde? Hier sind doch gar keine. Scheint aber kein schöner Bauernhof zu sein. Die Tür ist abgeschlossen und anscheinend ist niemand zu Hause. Ja, wir sollen hier auch um 11 Uhr erst auftauchen. Wir haben jetzt 10. Okay, um 11 Uhr nachts wahrscheinlich. Oh. Ich merke gerade, dass der Husten sich wieder breit macht. Wenn man ganz viel redet, dann ist das immer ein bisschen schwierig. Mit dem Husten. Aber ich glaube, noch geht's. Wir halten uns tapfer. Kommen die denn jetzt? Um 11 Uhr. Guck mal, ihr kriegt das sogar im Doppelpack. Wir sind zu zweit.
Hä? So, wir haben 11 Uhr. Ah, jetzt. Oh. Ich sehe, ihr nehmt unser Angebot an. Gut, ich freue mich, euch zu sehen. Sinnie wird bald hier sein. Bis dahin finden wir sicher etwas, um uns die Zeit zu vertreiben. Das ist doch sicher unbequem, so eingepackt dazustehen, nicht wahr? Warum legt ihr nicht alles ab und legt die Sachen dort auf den Tisch? Ich fürchte nicht. Was? Wovon redet ihr? Wollt ihr keinen Spaß haben? Kommt, nur nicht zu schüchtern. Oder seid ihr wegen etwas anderem hier? Ich bin wegen Gogans Ring hier. Ich hab's gewusst. Ihr arbeitet für die Stadtwache, nicht wahr? Ich hätte nie gedacht, dass sie so dumm sind, jemanden allein zu schicken. Aber sei's drum. Ich hätte es ahnen müssen, als der Hehler meinte, der blöde Ring ist nicht echt. Billiger Schund. Das gehörte sicher alles zum Plan der Wache. Mal herhören, Mädels. Hier ist einer, der nicht parieren will. Könnt ihr keine friedliche Lösung finden? Ich habe schon viel zu lange keinen guten Kampf mehr gesehen. Oh Mann. Nachdem ich das Bauernhaus betrat, begegnete mir Faustina, die mich dazu bringen wollte, meine Waffen, Rüstung und Kleider abzulegen. Ich wusste, dass dies eine List war und weigerte mich, sie stieß einen Schrei aus und schon betrat der Rest der Bande den Raum, voll bewaffnet und kampfbereit. Ich hatte keine Wahl, ich musste sie töten. Sie alle töten. Schlüssel für Gwieden? Oder für Gwieden? Ich weiß es immer noch nicht, wie man es ausspricht. Ja, voll bewaffnet mit einem Stahldolch. Oh Gott. So, wir nehmen nur das Gold mit. Wir dachten uns schon, dass euch der Anblick unserer echten Uniform überraschen würde. Ich sehe, dass ihr etwas verwirrt seid. Nur zu. Ah. Aha. Gogan und ich sind eigentlich Mitglieder der Stadtwache von Anvil. Man könnte sagen, wir sind so etwas wie Spione. Seit Monaten versuchen wir schon, Faustinas Bande auszuschalten. Doch jedes Mal, wenn wir eins ihrer Opfer befragen, weigern sich die Männer zu reden. Genau aus diesem Grunde haben die Frauen es ja auf verheiratete Männer abgesehen. Also wurde beschlossen, einen Fremden auf die Bande anzusetzen. Ihr seid perfekt für diese Rolle. Schade, dass es mit so viel Gewalt enden musste. Aber früher oder später musste jemand verletzt werden. Was ist mit Faustina? Wir machen hier sauber. Kümmert euch nicht darum. Ihr hattet sicher keine Wahl. Schaut vorbei, wenn es euch wieder einmal nach Anvil verschlägt. Und bitte gebt unsere wahre Identität niemandem preis. Ihr habt euch bewährt. Und hier die Belohnung, die ich euch versprach. Und noch etwas mehr. Oh, danke schön. Verprasst nicht die ganze Belohnung auf einmal. Verzeiht, ich kann jetzt nicht... Gerade etwas beschäftigt. Haben hier sauber gemacht. Das hätte ja jetzt auch keiner gedacht. Oh, guck mal, billiger Wein. Für schöne Stunden ist das hier auf jeden Fall schön gemacht. Das Bordell der Zukunft. Ne, der Vergangenheit eher. Was ist denn hier zu finden? Hier muss ja das ganze Diebesgut auch irgendwo liegen. Ach, guck mal an. Eichenrum Familienschmuck. Ah, wir haben keine Dietriche mehr. Makelloser Smaragd. Heinrichs Hose. Pinarus Hemd. Aha. Der Pinarus ist doch der, den wir da in der Gaststätte gesehen haben. Heinrich. Brief. Ich kann es kaum erwarten, dich heute Abend zu sehen. Den ganzen Tag verbringe ich damit, an unsere nächste Begegnung zu denken. Bald werden wir verheiratet sein. Dann bleiben wir für immer zusammen. Deine wahre Liebe. Okay. Pinarus Eisenbrustharnisch. Was ist hier in dem Sack drin? Pinarus Horn. Brauner Teller. Ernests schicke Hosen. Kaufmannshemd. Ernests Schuhe. Und Heinrichs Schuhe. Und hier haben wir noch Astias Halskette. Die nehmen wir mal mit. Vielleicht können wir die Eichenrumpf-Erbstück. Ach, guck mal an. Vielleicht können wir das den rechtmäßigen Besitzern auch wiedergeben. Wollüstige Zimmermädchen.
So, und ich merke gerade tatsächlich, dass meine Stimme nachlässt. Ich denke, dass es bald soweit ist. Dann werde ich die Aufnahme wahrscheinlich gleich mal ein bisschen pausieren. Oh, Süßkuchen, lecker. Oh, Milchsemmel. Oh, Weintrauben. Lecker. Richtig lecker. Richtig geil. Ein Traum. Die eine liegt da im Feuer. Ja, super. Haben wir die Quest auch erledigt, ne? Und können uns jetzt... Es ist natürlich wieder dunkel, wie immer. Aber wir haben ja auch gerade gewartet. Wir mussten ja warten, bis es dunkel ist. Guck mal, wir erkunden mal so ein bisschen die Gegend um Anvil. Haben wir auch noch nicht gemacht. Wir waren die ganze Zeit nur in der Stadt. Naja, eigentlich bisher nur eine Folge. Na, guck mal, Marie. Ich mag die Gegend hier. Also ich finde das richtig schön hier. Auch wenn das da hinten natürlich noch laden muss. Aber das ist, wie gesagt, immer noch Spiel von 2006. Ich will es nochmal wiederholen. Ich kann es nicht oft genug sagen. Trolllichtlager. Und wer ist hier im Lager? Gar keiner. Wieder ein leeres Lager. Ich finde das schade, wenn die Lager immer so verlassen sind. Jetzt sind das aber auch Lager für uns, damit wir uns da ausruhen können. Das kann natürlich auch sein. Oh. Gold. Gold nehme ich immer. Aua. Ah, fuck. Was haben wir denn da vorne? Leuchtet denn da so? Was leuchtet denn da so? Ha? Blaues Feuer. Rauchlochhöhle. Das klingt doch schon wieder nicht gut. Aber Kyle, er ist wirklich ein besonderer Mensch. Wie er da hinten durch die Wiesen rennt. So richtig so, wie so ein Hund, der durchs Feld rennt. So, wir geben ihm mal da den Stab hier. Ich hoffe, er kämpft da nicht mit Stab wieder. Oh Mann, er kämpft dann immer mit Stab, nein. Gib mir den Stab wieder. Heil, du alter, blöder Idiot, Mann. Meinst du, er legt das auch an? Wir geben ihm das einfach mal. Wir machen das jetzt einfach. Gift der Trennung haben wir hier noch. Oh, wir haben schon wieder so viel Scheiße dabei, ne? Das nervt. Wir müssen auch irgendwann mal wirklich ein Haus kaufen können. Ich würde vielleicht nochmal eben nach Koroll und nochmal gucken, ob ich das Haus kaufen kann jetzt. Ein Walastein, der gibt aber auch ordentlich Geld. Aber wir haben ja auch so viel Löwenpelz. Guck mal, das können wir auch mal einmal hier. Guck mal, dann haben wir auch schon wieder Platz. So, gut. Brauchen ja Platz hier. Wen haben wir hier? Hä? Jetzt höre ich schon wieder die Kampfmusik. Was ist denn hier schon wieder los? Ah! Alter, habe ich mich jetzt... Boah, ich habe mich voll... erschrocken, ey. Da. Wo kommt der denn jetzt her? Gehen wir mal in die gute Rauchlochhöhle, ne? Hier werden wahrscheinlich wieder nur Skelette drin sein oder so. Wir können mal unsere Waffe verzaubern demnächst, ne? Warte mal, können wir das jetzt schon? Oder müssen wir da zu einem Verzauberer? Ich kenne mich da leider überhaupt nicht aus. Wir hatten doch hier... Ah, guck mal. Ja, lass uns das Elfenschwert doch hier. Guck mal, Untote vertreiben bis zur Stufe 18 für 30 Sekunden einen Schlag. Wir nennen das mal das Rauchlochschwert, weil wir ja... Ach, warte mal. Ah, das ist ja hier das. So. Rauchloch. Schwert. Weil wir ja gerade in der... Ach, Mann. Diese Groß- und Kleinschreibung in diesem Spiel. Warte. So.
muss nämlich immer die, die eine Taste drücken. So, erstellen. Und schon haben wir das Rauchlochschwert. Ja, haha. Und das heißt, jetzt können wir mit dem Schwert auch Untote, also Geister bekämpfen. Das ist aber kein Geist. Scheinen hier jetzt auch nicht zu sein. Das ist zum Beispiel eine Höhle, die kenne ich gar nicht. Ich habe damals auch nicht alles erkundet. Das muss ich leider auch dazu sagen. Ich habe immer nur... Alle Quests habe ich bereits gemacht. Also ich werde mal... vielleicht... Wenn ich wieder mehr Zeit habe, dann werde ich wahrscheinlich auch mal ein paar Mods... die auch Quests mit ins Spiel bringen, mit hinzufügen. Die müssen halt kompatibel sein mit dem, was ich bereits habe. Ansonsten macht das wenig Sinn. Das geht ja aber weit runter hier. Oh. Alter. Oh nein. Scheiße. Ja, der hat meine Konstitution runtergehauen. Ich kann mich nicht bewegen. Und Kyle wohl auch nicht. Das ist jetzt doof. Muss ich warten. Okay. Weißt du was, wir schauen uns jetzt erstmal hier um. Machen wir doch jetzt keinen Stress. Der kommt ja bestimmt gleich wieder zurück. Was sind denn das für Gegner hier? Erste... Hä? Okay. Ja, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Erst dann... erst zwei Gespenster und dann... Oh. Oh. Nehmen wir mit. Ey, Kai. Nimm mal hier, wir packen jetzt erstmal alles in Kai rein, weil wir selber einfach Platz brauchen. So, bitte sehr. Er trägt immer noch das Schwert, das ist sehr gut. Hä? War das? Ich kam nicht vorbei. Ach, eine einzelne Ratte. Das scheint aber eine ganz merkwürdige Höhle zu sein. Ja, und diese Gespenster hätten wir gerade nicht treffen können mit unserem Schwert. Der töten, bevor er wieder seinen komischen Trick macht. Ach, wir haben keine Dietriche. Hier, er hat das mit Kyle gemacht. Er hat Kyle wieder bewegungsunfähig gemacht. Sieht ja auch cool aus hier. So. Achso, hier nochmal der Hinweis. Natürlich, wenn wir gerade mal in so einer Höhle sind, dann kann ich ja mal ganz kurz nochmal den Hinweis geben, dass es ja ab Folge 20... Ich glaube, das ist jetzt hier noch die 17. Folge. Das ist die 17. Folge und danach kommt kommen noch drei Folgen. Also die 20. Folge wird auch nochmal lang. Und danach werden wir ein bisschen, also werde ich die Folgen etwas kürzer gestalten. Das heißt, sie werden nur noch 45 Minuten lang sein und nicht wie bisher so circa eine Stunde. Weil ich das sonst einfach, ich erhoffe mir davon, dass ich dann halt einfach mehr Zeit habe, auch aufzunehmen, beziehungsweise das Rendern vielleicht nicht so lange dauert und generell auch das Hochladen, dass das alles etwas von der Zeit her reduziert wird. Oh, wir müssen da runter. Ist das eine gute Idee, da runter zu springen? Ich weiß ja nicht. Ich will nicht. Ich will da nicht runterspringen. Ach, scheiß drauf. Ah, aua. Oh, was hat der denn für eine Waffe? Der hat zwei Waffen in der Hand. Das finde ich ja auch nice, dass es das hier gibt. Ja, kämpf mal ein bisschen. Lass dich nicht nur umhauen. Mann, Mann, Mann. Oh, Kyle ist bewusstlos. Das ist scheiße. Hallo, bleib bestehen hier. Ah,
Was? Zwei? Okay, wir machen erst den hier weg. Was? Ist der gerade ausgewichen? Ich wollte schon ausgerastet sagen. Ich bin etwas fertig mit den Nerven. Warte mal eben ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz einmal husten. So, Entschuldigung. Ah, eigentlich will ich das nicht in der Aufnahme haben. Ach, ätzend. Ja, der Husten, der ist leider gerade nicht so doll. Ich hoffe, dass das die nächsten Tage wieder besser wird und dass ich dann wieder in Ruhe aufnehmen kann. Aber wie gesagt, ich möchte halt hier keine Pause drin haben, weil, ja, das sowieso schon so ein sehr, sehr langes Projekt wird, glaube ich. Ich glaube, wir werden mit Oblivion noch ziemlich lange verbringen. Aber es scheint euch ja zu gefallen. Also es schauen ja wirklich einige Leute die Videos auch. Sind jetzt nicht die Abermillionsten, aber, ja, es scheinen ja doch einige das gerne zu schauen. Also das ist, glaube ich, so das liebste Projekt, was aktuell geschaut wird von allen beiden, laufenden Projekten. Also es werden auch immer nur so zwei Projekte laufen. Ich werde keine 5 Videos am Tag hochladen, das schaffe ich zeitlich überhaupt nicht. Oblivion ist da eigentlich schon so, dass ja, der Zeitfresser schlechthin. Wirklich, ne, also ich schaffe da gar nicht mehr. Pokémon dauert nie so lange, da das ist super schnell hochgeladen. Ist auch immer komisch. Es ist so ein bisschen merkwürdig, immer über Pokémon zu reden, wenn ich hier Oblivion spiele, weil das ja verschiedene Spiele einfach sind. Oh, wir haben nach langer Zeit mal wieder ein Level up. Cool. Ne, also, es sind halt völlig verschiedene Spiele. Völlig. Ne? Auch die Zielgruppe ist, glaube ich, nochmal ganz anders. Ich glaube, die Pokémon schauen, die schauen noch nicht unbedingt jetzt hier mit rein und umgekehrt genauso. Aber ich glaube wirklich, dass Oblivion euch auch selber Spaß macht zuzuschauen. Es macht euch Spaß zuzuschauen, mir macht es Spaß zu spielen. Warum also nicht weitermachen? Es macht halt einfach unheimlich Spaß. Ne, dass die Welt von Tamriel hier nochmal wieder zu entdecken. Erneut mit euch gemeinsam. Ihr schaut zu, ich spiele. Was ich gerne noch hätte, was ich mir wünschen würde, wäre wirklich auch ein bisschen mehr in der Kommentarfunktion. Dass ihr die mehr nutzt, dass ihr da vielleicht auch mal schreibt, wie ihr so aktuell das Projekt findet und vielleicht auch Verbesserungswünsche. Wie gesagt, ich bin dafür alles offen. Muss ich halt nur wissen. Ja, also, weil ich kann das nur verbessern oder anders machen. Wobei viel anders machen gibt es da ja eigentlich nicht mehr. Ich glaube, ich bin da auf einen bestimmten Kommentar schon ganz gut eingegangen. Den gab es damals unter... Was heißt damals? Ist jetzt tatsächlich schon... Letzten Monat war das noch. Unter dem Pokémon-Video. Da wurde nämlich auf mein Mikrofon hingewiesen. Und daraufhin habe ich ja ein neues angeschafft. Weil mir das natürlich selber auch ein bisschen wichtig war. Also nicht ein bisschen wichtig. Es war mir schon wichtig... Ach, jetzt rede ich schon wieder so viel. Es war mir wirklich schon wichtig, dass der Sound einfach gut ist und dass ihr nicht irgendwie denkt, oh Gott, ey, dieses Geschmatze da in den ins Mikro, das kann sich ja keiner anhören. Das würde ich ja selber nicht toll finden. Ne? Also ich bin ja auch ganz viel auf YouTube unterwegs und alles und schaue mir auch selber Videos an. Und wenn man dann da jemanden hat, der die ganze Zeit rumschmatzt, das ist ja widerlich. Oh, schon wieder dunkel. Ich guck mal nochmal auf die Karte hier. Ja, und jetzt sagt meine Stimme leider gerade, nö. Na, die macht gerade einen Abdampfer. Das ist leider das Problem. Aber, ja, auf jeden Fall, ich habe wirklich sehr viel Spaß an den Projekten, die aktuell laufen, beide. Und muss wirklich sagen, ich freue mich halt auch einfach, dass es jetzt inzwischen wirklich auch ein paar Leute hier geschafft haben den Kanal gefunden haben und ja, auch ein Abo dagelassen haben. Das mag ich, das finde ich super. Freue ich mich wirklich drüber. Also das ist, ich hab ja schon 2020 habe ich ja schon YouTube gemacht, also ein paar Videos hochgeladen. Ich mache das halt nur hobbymäßig. Das soll jetzt hier nicht irgendwie hauptberuflich mein Hauptberuf bleibt mein Hauptberuf. Aber
es soll schon so ein bisschen hobbymäßig sein und es soll sich halt auch irgendwo lohnen. Also, ich will nicht ein Video hochladen, wenn da gar keiner zuschaut. Das ist halt schade. Das wäre halt auch schade für das Video. Die Mühe, die ich mir dann damit mache. Und deswegen freue ich mich halt, dass es jetzt inzwischen ein bisschen weiter als nur, ja, 3 oder 4 Leute gibt, die da zuschauen. Ja, also, dass das auch mal ein bisschen mehr werden, das freut mich. Ein recht herzliches Dankeschön natürlich an die Leute, die hier abonniert haben und die auch gerne meine Videos schauen. Kann man ja auch mal einfach so sagen. Das ist nicht selbstverständlich, das ist einfach schön. Ne? Man könnte auch sagen, was ist das für ein Rotz? Ne? Weil natürlich, es gibt diese ganz großen Leute, die hier Videos hochladen und die auch sich wirklich viel Mühe machen. Auch das muss man respektieren, aber es gibt natürlich auch ganz viel Schund. Das muss man auch sagen. Es gibt ganz viel Schund auf YouTube. Und die Let's Plays, die sind halt auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ich glaube, diese Zeiten werden wir so in der Form auch nie wiederkriegen. Aber für mich ist immer wichtig, es muss mir Spaß machen, aber es muss euch auch Spaß machen, zuzuschauen. Und das ist so die Hauptsache. Alles andere ist eigentlich, ja. Alles andere spielt da eigentlich mit. Und wie gesagt, es macht mir Spaß, das einfach aufzunehmen und ja, es dann hochzuladen. So eine Eigenkreation ist schon schön, ne? Bin auch gespannt, wohin die Reise noch geht. Ich habe das damals in Minecraft schon gesagt. Ich habe ja damals auch in Minecraft Let's Play gemacht. Wird es vielleicht eventuell auch irgendwann wieder geben. Aktuell sehe ich da habe ich jetzt nicht so die größte Lust. Bin ich ganz ehrlich. Liegt momentan nicht auf der Agenda. Höheren Geist. Oh, wir haben Schlüssel gefunden. Für der wohl ist. Jetzt erzähle ich hier die ganze... Also ich quatsche die ganze Zeit. Aber weniger über das Spiel heute. Ich heile uns mal ganz kurz. Weniger über das Spiel, aber ich glaube, das ist auch mal in Ordnung, ne? Wir können auch mal über solche Sachen sprechen. Bin auch echt, also... Ich weiß auch nicht, wie ich auf Oblivion gekommen bin. Nein, nicht. Ach man. Ja, komm näher, genau. Dann kann ich auf dich draufhauen. Ach toll, jetzt stehen wir hier wieder eine halbe Stunde rum. Das ist gute Zeit, die wir hier verblasen. Ich glaube, dass ich heute auch etwas zu laut bin. Schreibt das mal. Schreibt das mal in die Kommentare, ob ich heute zu laut bin oder ob das alles so in Ordnung ist. Okay, wir haben nichts, was wir irgendwie einsetzen können. Also stehen wir jetzt in der Gegend rum. Und sonst, wie war euer Tag so? Ja, ich habe in der Höhle rumgestanden. An einem Fleck die ganze Zeit. Ja, ich hoffe, dass ihr mit der Folgenkürzung dann auch einverstanden seid und leben könnt. Sind ja wirklich auch nur 15 Minuten. Und in den 15 Minuten passiert ja oft sowieso nicht mehr so allzu viel. Und für mich ist es dann einfach auch vielleicht machbar, auch mal 2 Folgen am Stück aufzunehmen. Das ist nämlich aktuell auch ziemlich schwierig. Das kriege ich meistens nur am Wochenende hin. Und selbst da habe ich natürlich nicht immer Zeit. Oh. Warte mal, die sind da irgendwo hergezaubert worden. Alter. Skelett-Champion. Die werden auch immer stärker, ne? Was hat der denn für ein geiles Schwert? Pearl Claymore, Alter. Boah, wie... Warte mal eben, ich muss noch mal hier... Ah, okay. Musste ganz kurz mal wieder aufs Handy starren. Immer nur am Handy. Wir müssen übrigens mal unsere Rüstung wieder reparieren. Die scheint nämlich schon wieder... Ich will mir das Schwert mal einmal angucken hier. Pearl Claymore.
guckt euch das mal an. Das sieht ja richtig nice aus. Oh, hier auch mit den guck mal, mit den Verzierungen. Und der Griff ist auch recht stark. Wir könnten auch einfach mal damit kämpfen, aber erstmal nicht. Aber das sieht cool aus. Da war doch gerade noch einer. Achso, hier war der. Haben wir den auch getötet? Könnte ich mitbekommen. Oh, guck mal. Wir haben so Leichen aufgebahrt. Leider nur mit Stahlklemoren. Aber das ist ja auch in Ordnung. Stahlklemmer, die sehen aber auch schön aus. Weiß nicht, ob das die Grafikmod macht. Also Oblivion Reloaded oder ob das auch so einfach schön ist. Ich glaube, dass die Mods da schon viel mitspielen. Aber, ja. Schöne Höhle. Ne, Tote liegen da rum, ist doch super. Ist einfach ein Riesenraum. Machen wir uns nichts vor. Ethik erhöht. Können wir uns nicht da hinlegen und schlafen? Ha, aber hier gibt's wohl nichts mehr zu finden, außer die Truhen, die dazu sind. Ärgerlich, dass wir keine Dietriche mehr haben. Und Kyle hängt wieder da fest. Oh. Trink mal ganz kurz was. Einen Moment. So. Versuch das immer so lautlos wie möglich zu machen. Eigentlich total doof. Ja, aber ich habe mir heute wieder was zu trinken hingestellt, weil... Ohne ist einfach nicht möglich. Oh, das kann auch mit der Festung verbunden sein, die da nebenan ist. Aber wir können da nicht mehr hoch. Oder gibt es da einen Weg hin? Fragen über Fragen und wir werden sie nicht beantworten können. Ach so, wir haben jetzt dieses Schwert dabei, ne? Warte mal, das geben wir Kyle. Hey, Kyle. Dann, oh, dann kämpft er jetzt wieder mit zwei Händern, ne? Ah. Nee, doch nicht. Okay. Das ist ja was ganz Neues. Hier sind auch nochmal zwei Tote. Ach, die haben wir schon. Okay. Ich glaube aber, dass wir die Höhle soweit fertig haben. Es hat immer so... Ja, ist schon immer ziemlich kurz. Scheint hier auch nirgendwo mehr lang zu gehen. Okay, wir haben immer noch keine Dietriche. Wir versuchen das trotzdem immer wieder. Ich muss da ganz kurz mich mal umdrehen. Mein Hund macht komische Geräusche hier. Ja, ich habe einen Hund. Hey Leute, ich habe einen Hund. Leider nicht immer bei mir. Aber jetzt gerade ist sie bei mir. Es ist eine sie. Und sie macht halt gerade komische Geräusche hinter mir. Deswegen habe ich mich einmal ganz kurz umgedreht. Heute passieren ganz komische Dinge bei der Aufnahme, ne? Also ich erzähle ganz viel, was hier noch mit dem Kanal passieren soll. Oder beziehungsweise, ne, was ich mir so vorstelle. Und dass ich mich halt auch freue, dass ihr einfach... Ja, dass die Resonanz halt inzwischen auch einfach... Ja, so ein bisschen vorhanden ist. Aber wirklich, das ist einfach toll. Mitrierbeinschieben. Na, lass mal die Kette. Na, komm, lassen wir mal hier. Sag mal 150 Gold, das ist jetzt nicht die Welt. Ist auch Gold, aber kann ich jetzt drauf verzichten, wenn wir da stattdessen was anderes einsammeln können. Oh oh. Eine Skelettarmee. Ach, jetzt mache ich keinen Wind. Ich weiß, wir könnten Kai viel mehr nutzen, aber... Oh.
Silberstreitgold. Ein Stahlschild. Und der wird wohl wieder Knochenmehl dabei haben. Hoppala. Mich würde ja mal interessieren, wie ihr auf den Kanal gekommen seid. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Wie seid ihr hierher gekommen? Wie seid ihr auf diesen Kanal aufmerksam geworden? Oder euch empfohlen, irgendwie von YouTube oder so? Weil ich weiß ja gar nicht, wie das überhaupt zu euch durchgedrungen ist, dass das, dass es diesen Kanal überhaupt gibt. Weil die gibt es ja eigentlich schon ziemlich lange. Also wenn ihr seht, erstellt wurde er, glaube ich, 2013. Da gab es tatsächlich auch Videos. Es gab da tatsächlich auch Videos. Allerdings nicht 2013. Ich glaube 2015, 16 habe ich hier mal Videos hochgeladen. Aber die gibt es halt gar nicht mehr. Also die gibt es schon noch, aber halt nicht mehr hier auf YouTube. Die habe ich hier gelöscht. War eine dunkle Vergangenheit. Nein, das waren halt wirklich nicht so dolle Videos. Und da war die Soundaufnahme, also meine Stimme, noch schlimmer als sie es mit dem letzten Mikro war. Jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden. Also jetzt komme ich ganz gut damit zurecht. So, wir sind jetzt wieder hier oben. Also ich weiß überhaupt gerade gar nicht, wo wir sind. Ach, hier sind wir wieder. Und da unten waren wir auch vorhin. Ja, da sind doch diese Gespenster gewesen. Ach, ist doch schön. Auch mal wieder so eine Erkundungsfolge. Wobei, momentan haben wir sehr viele Erkundungsfolgen. Aber diese Folge haben wir hauptsächlich erkundet bisher. Hier sind viele Tote gewesen. Vielleicht haben hier mal irgendwelche Leute in den Höhlen gelebt und sind gestorben oder so. Ich weiß es nicht. So, jetzt war ja... Ja, wir haben hier unten aber auch schon viel erkundet, ne? Oh, da ist noch ein Bär. Ist das ein Timberwolf oder ist das ein Berglöwe? Ein Timberwolf. Alter, wie der weggeflogen ist. Wo ist er denn jetzt hin, hä? Ach, da. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, da vorne haben wir noch eine Festung. Die nehmen wir natürlich auch noch mit. Da waren ja vorhin Banditen. Oder Vampire. Ich weiß es nicht. Wie heißt denn diese Festung? Aber da ist schon einer. Und da unten ist noch einer. Ja, Hallöchen. Alter. Ui. Ach, jetzt geht er wieder auf Kai los. Ach, was habe ich denn jetzt eingesammelt? Ich glaube, jetzt habe ich das Schild mitgenommen. Das wollte ich gar nicht mitnehmen. Ach nein. Und das Ablegen ist in dem Spiel ja so Horror. Nein, du sollst nicht das Schild... Mich eigentlich verarschen. Und nicht genug Platz. Wie nicht genug Platz? So, danke. Aber das Ablegen, das ist wirklich nicht schön in diesem Spiel. Oh, was hat der denn für eine Waffe? Hey, ihr wagt es, mich anzugreifen. Boah, wie stark. Gut, Keil. Oh, drei Dietriche. Ah, das sind Banditen. Da kriegen wir wieder ordentlich Dietriche rein. Sehr, sehr gut. So, wie heißt die Festung jetzt? Hat die überhaupt einen Namen? Festung Strand. Wow. Wie einfallsreich. Festung Strand oder Strand. 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 So. Der Wind gewesen sein? Nein, das waren wir. Ach, guck mal an. Bleib mal stehen hier, gute Frau.
Alter. Marodeur Bogenschütze. Nicht schlechte Rüstung hier. Gute Frau. Aber für uns leider nicht mehr so interessant, weil wir haben eine bessere. Ich. Ah, fuck. Was ist los? Müde? Okay, du übernimmst sie und ich guck mich da oben um. Ich nehm den hier. Aha. Oh, guck mal, der hat Zwergenschuhe. Aber die haben wir leider auch schon. Aber Orkish Arrow, die können wir mitnehmen. Nordbow. Hi. Ja, was machst du denn da, Keil? Alter! Du! Ich muss sterben hier. Habt ihr gesehen, wie Keil richtig nach hinten geflogen ist? Alles okay? Ach, gut. Gut, dass er immer wieder aufsteht. Gut, dass der nicht sterben kann. Dann hätten wir ja nichts von ihm. Oh, eine Ratte ist ja auch noch. Okay. Ja, denke, wir werden bald wieder nach Anvil zurückkehren. Oh Mann. Meine Stimme, die ist sowas von weg. Also, noch nicht ganz, aber lange wird es nicht mehr dauern, deswegen versuche ich jetzt gerade noch ein paar Folgen so weit aufzunehmen, damit ich vielleicht dann ein bisschen die Stimme schonen kann. Tatsächlich. Das ist zumindest der Plan. Hier liegt überall nur Eisenzeug, das ist auch doof. Ey, dieses Ding, das hat uns einfach so weggebamst. Wie gar nicht. Oh, noch eine Truhe. Supi. Festung, Strand, Heiligtum. Sind hier auch noch Banditen? Hallo? Scheiße! Oh Mann, ich dachte, die kommen da in der Mitte runter. Wer ahnt denn das? Nein! Oh nein! Scheiße. Boah, Alter, was sind das hier für Fallen? Und zu allem Überfluss ist Kaido schon wieder bewusstlos. Der Kerl steht ja gar nicht wieder auf. Hä? Hi! Ach du meine Güte. Bleib stehen! Was hast du denn dabei? Was haben wir denn hier? Nichts Gutes. Okay, dann lassen wir das. Hier ist doch noch einer. Was? Nee, das ist Kai. Ah, da bist du. Ach du meine... Alter! What the fuck? Was ist hier denn los? What the hell? Vielleicht hilfst du mal mit dir, Kai! Yalfi, der Verachtenswerte. Alter, das ist ein namhafter NPC. What? Alter, cool. Neue Rüstung. Ja, sorry. Ich muss das jetzt alles mal eben einsammeln. Ebenholzbeinschienen. Nice. Beinschienen des Unaufhaltsamen. 6. Unsere Rüstung hat 5. Cool. Und dann haben wir jetzt hier noch Ebenholz-Beinschienen. Die haben auch nur 6. Ebenholz-Brustharnisch. Egal, welchen wir da nehmen.
Er sieht ja cool aus, 11. Und der andere hat... Also unser Brustharnisch hatte was? 6. Das ist doch eine deutliche Verbesserung, aber unser war auch schon halb kaputt. Emolds Stiefel sind auf jeden Fall besser. Und Handschuhe hatten wir jetzt aber keine, ne? Aber er ist ja jetzt hier schon richtig cool. So, Keil noch ausstatten hier. Der Gute kriegt jetzt auch noch seine Rüstung. Emolds Beinschienen kann er haben. Emolds Brustharnisch. Und ich glaube, das war es leider auch schon. Wobei die Ork-Stiefel kann er ja auch haben, ne? Wir brauchen die ja jetzt nicht mehr. Und die wilden Handschuhe kann er jetzt auch haben. Okay, wir sind immer noch zu schwer. Wir geben ihm noch was. Wir geben ihm unsere Ork-Rüstung. Hier, nimm das mal. Wie viel kann der denn noch tragen eigentlich? So. Waffentechnisch haben wir, glaube ich, nichts mehr, was wir ihm geben wollen. Aber mega gut. Mega, mega gut. Oh, Alter. Bei der Leiche eines Nord habe ich einen ungewöhnlichen Streitkolben namens Pelsenschmetterer gefunden. Der Streitkolben trägt auf dem Schaft eine verwitterte Inschrift für Maiva und Bjalfi zu Ehren eurer Vereinigung. Ich sollte diese Waffe behalten, da ich mir sicher bin, Maiva würde das Schicksal ihres verstorbenen Ehemannes wissen wollen. Aha, guck mal, das sagt mir gar nichts. Helmut Knife. Und ein Glasschwert. Langschwert des Gletschers. Oh, what? What? Das sieht ja geil aus. Oh. Guck mal, dann kann doch Kyle unser altes Schwert haben, oder? Wir finden für alles eine Verwendung. Auch für unser altes Schwert. Nice. Richtig cool. Richtig, richtig, richtig cool. Hätte ich niemals damit gerechnet. Das ist mal Ausrüstung, die wir brauchen. Das ist die Belohnung, die ich haben will nach jedem Dungeon. Ebenholzrüstung. So weit sind wir also schon. Na, also es geht ja hier wirklich zack auf zack hier. Ach man. So, hier haben wir noch eine Truhe. Aber das waren schon harte Gegner da, ne? Stahlpfeile. Na, lassen wir mal hier. Wir haben auch schon 8000 Gold, sehe ich gerade. Die Zeit, dass wir uns endlich ein Haus kaufen. Ach, jetzt sind wir wieder hier oben. Okay, wir müssen aber da unten... Aua. Shit. Da unten gibt es noch einen Gang. Ja, ja. So ist das. Was hat sie denn noch an? Ah, ein Reparaturhammer. Den können wir auch brauchen. Hä? Ach so, die haben wir... Hä? Haben wir hier... Aber die haben wir doch... Ach, wir sind ja von da oben irgendwie runter. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, warum wir erst sie und dann die anderen... Ich weiß das schon nicht mehr. Das ist nur ein Moment her, ne? Mach ich mal wieder Licht anmachen hier. Festung Strand. So, hier haben wir auch... Ach, hier geht's wieder nach draußen wahrscheinlich. Nee, hier geht es noch in eine andere Richtung. Ach man, geile Festung. Schön. Wo geht's hier hoch? Vermute mal, hier geht es eh wieder raus. Ja, hier geht es wieder.
in den alten Gang. Och Mann, der arme Alter, wie das Schwert da hing. Oh, der Arme. Weil ich ihn zur Seite geschubst hab. Was ist das? Ich bin das. Hallo, Herr Ork. Ein Marodeur. Ein wirklich starker Geselle. Oh, was ist denn hier? Sieht ja auch schön aus. Ihr habt keine Dietriche mehr, aber wir haben auf jeden Fall die Sicherheitsfähigkeit erhöht. Also sehr schön. Wir können sie nur nie einsetzen, weil wir nie Dietriche haben. Was denn? Geht nur eine Tür auf? Okay, die haben wir schon mal. Den Gang haben wir schon mal erkundet. Warte mal ganz kurz hier. Upp, so, wieder voll geheilt. Licht wieder an. Was ist das? Hey, was habe ich euch denn getan? Ich habe schon gegen Klammkrabben gekämpft, die gefährlich waren. Oh, Dark Wave Rapier. Und wieder so eine starke Waffe. Ey, guck mal hier, Kyle, ich hab hier wieder was. Ich glaube, die Waffe ist besser als deine. Hm, okay, scheinbar nicht. Aber ich muss das ja irgendwann mal alles verkaufen, so, ne? Wir können ja nicht einmal alles Kyle zuschieben und selber... Ja. Tragen wir eigentlich nichts? Können wir das doch. So, was haben wir denn hier unten noch? Hier geht noch eine Höhle lang. War auch schon echt groß verwinkelt hier, ne? Hier will ich nicht runterfallen. Geh mal lieber hier hoch. War noch irgendwie da runter? Ah, da. Hallo? Hallo? Wo ist er denn? Ja, gut, den Anführer haben wir ja schon getötet. Also wirklich stark kann der Gegner jetzt wirklich nicht mehr sein. Nein! Ah! Alter, was hat er denn für eine Waffe? Was ist das, eine Lanze? Ein Beast Spear. Ah, das sind einfach so Waffen. Die sind überhaupt nicht für das Spiel konzipiert, aber das ist halt so richtig cool. Ich dachte gerade, er hat ja irgendwie so ein Blutschwert oder so. Wäre auch cool gewesen. Wäre auch cool gewesen. Achtung, ich mach das Licht wieder an. So. Ja, dann haben wir die Festung Strand auch erkundet. Festung Strand und die Rauchlochhöhle, glaube ich, hieß sie. So, können wir das Schwert wieder zurückstecken. Oh, oh Gott. Ups. Scheiße. War das falsch? Nein, das war richtig. Alles gut. Okay, ich dachte schon, es wäre falsch gewesen, aber es war nicht falsch. So, jetzt kommen wir über den Gang hier wieder raus. War ja schon ganz schön verwinkelt hier. Die Festungen werden auch immer größer. Guck mal. Ich kann auch mit der Sicht spielen, aber ich finde die Sicht eigentlich ganz in Ordnung. Die Ego-Perspektive finde ich ganz gut. Ach guck mal, wir können mal eben hier schlafen.
So, die Intelligenz machen wir mal ein bisschen hoch, die Geschicklichkeit und die Persönlichkeit. Das andere, wir haben ja schon 3 Fähigkeiten auf 100. Wollen wir natürlich mit den anderen auch noch machen. Welches Level sind wir jetzt eigentlich? 17 müsste es sein, ne? Ach. 16, okay. Das ist ja auch in Ordnung. So, wo geht's hier raus? Da vorne geht es raus. So. Ja. Heute wieder eine wirklich ereignisreiche Folge, die natürlich im Abenteuer... Oh, geil. Warte mal. Das ist der perfekte Ort. Ne? Komm hier hoch. Hallo, ich will hier hoch. Hallo? Oh Mann. Komm schon. Komm schon. Ach komm. Jetzt sei nicht so. Ja. Fast. Okay, wir haben es gleich. Wir schaffen das. Ah! So, wir sind oben. Ist das schön. Kann euch immer noch nicht sagen, es ist einfach so ein schönes Spiel. Es ist einfach so... Ich lieb's einfach. Lieb dieses Projekt. Aber leider ist es heute wieder vorbei. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und wenn euch das Video gefallen hat, lasst wieder einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert auch gerne den Kanal, um auch nichts mehr zu verpassen. Ich würde sagen, heute ist es das wieder gewesen und beim nächsten Mal geht es dann vielleicht in Anvil weiter oder halt um Anvil rum vielleicht auch. Das werden wir dann sehen. Ansonsten hoffentlich hat es euch wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Oh, der Zauber funktioniert hier gar nicht so. Ich würde aber sagen, ich bedanke mich und wünsche euch noch einen schönen Abend oder was auch immer, was halt gerade bei euch der Fall ist. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss!